Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Neue Folge, neues Glück. Wir werden heute mal ganz, ganz ruhig und entspannt machen. Quasi Pflege von innen heraus für unser Grundstück. ich möchte eigentlich noch ein bisschen hier, oder wir müssen ja noch ein bisschen rumwerkeln. Strom müssen wir auch machen. Sonst könnte es sein, also ich stelle mir vor, dass wir Probleme kriegen könnten. Also könnten, nicht müssen, sondern könnten. Ja. So wird es sein. So, Eisen schmeiße ich erstmal hier hin. Nee, ich nehme da raus und schmeiße da oben hin. Oder? Nee, da kam Brass drin, hier unten kam Eisen drin. Genau, war doch richtig. So, wir brauchen... Machen wir wieder mit dem Bohrer, das ist am einfachsten. Genau, mit dem Bohrer können wir mehr Schaden anrichten. Ich finde, das ist eine gute Idee. Blöcke brauchen wir auch. I'm cooking the water. Kommt nämlich jetzt wieder ran. It wird spaßig. Die Frage ist für wem. Schalalala. Hä? Gut. Okay. Und ich werde schon mal im Voraus Picklocks, nicht das, wenn ich schon wieder verpassen. Ich hatte mein Inventar schon wieder voll. Ich sehe, es läuft. Ich weiß zwar noch nie wohin, aber es läuft. So, Nägel, hatte ich die hier? Ja, 200 Stück, ich glaube mal ja. Ich glaube, da hast du sie drin geschmissen. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Das könnte ich bei Nahrung können schmeißen. Das können wir einschmelzen. Kriegen wir nämlich neue Hülsen raus. Ne? Da ist ja kein Klee mehr. Wo ist denn hier los? Hier ist hoch. Warum ist denn hier schon wieder ein 30.000er? Moment mal. Ich verstehe das nicht. Ich habe die Mod ja nie installiert. What? Ich brauche Hilfe, Houston. Der wird ja immer weniger. Kann es sein, dass die Anzeige kaputt ist? Jetzt funktioniert. Was ist das? Ich habe die Mod mindestens schon seit 500 Jahren nicht mehr installiert. Komisch, komisch, komisch. Hier hoch, 30.000. Vielleicht bei Eisen hoch? Nee, natürlich da nicht. Was ist hier los? Da, jetzt sind's... Sag mal, das waren doch eben noch bloß immer 30.000. Jetzt sind es zweimal 30.000. Da, zack. Meine Steine paaren sich. Ich kriege Angst. Okay. Ich meinte, ja, komm. Passt schon. Ich weiß nicht, was hier passiert. Echt, ich habe diese Mod schon seit mindestens 20 Folien nicht mehr drin. 30 Folien. 5 Millionen. Nee, die ist schon lange raus. Also irgendwie muss da noch ein Rest von Dateien sein. Muss man nachkicken. Weil wie gesagt, ich installiere das ja alles hier mit... Nexus-Mod. Die ist sehr, sehr komisch. Und mich deutscht, hier hatte ich mal was drin gemacht. Ja, das ist auch nicht mehr da. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich muss hier raus, sonst krieg ich Kollaps.
Und sag mal, wir haben doch... Wir haben letztes Mal das hier alles repariert. Und jetzt ist da schon wieder ein Knacks drin. Alter, ich... Das weiß ich. Das ist original. Ich muss hier raus. Hier spukt das. Spuk bei Karbins Hochhaus. Na, zum Glück ist es kein Riesenrad. Sag mal, habe ich die ausgeleert? Oh, stimmt. Ich habe ja nichts drin gehabt. So, Rasen. Hier. Dazu muss das aber weg, weil da kommt Water hin. Genau. Das heißt, wir knattern das erstmal weg. Und hoffen, dass nicht noch irgendwas anderes passiert. Also, Angst ist ein bisschen übertrieben, aber Panik? Naja, geht mal rein, ist die Kiste komplett voll. Das wäre blöd. Ach, Mensch. Warum passieren denn immer so eine Bugs ohne Eisen oder irgendein Material, was man braucht? Wäre doch viel besser. Würde sich keine Sau aufregen. ich meinte, Kabin, du sollst nicht zu dir Sau sagen. Oh ja. So, ich mach das jetzt einfach. Das geht irgendwie schneller. Und dann quillt das Wasser raus. Dann hast du alles umsonst. Da, kicke, gleich ein Knacks drinne. Also das ist... Keine Ahnung, also wie willst du mit denen vernünftig arbeiten, wenn er schon ankratzen tut? Mit einer Picke machst du wenigstens aus Versehen ein oder zweimal einen Kratzer oder hier so, ne? Aber mit dem Ding hier... Jeder Schuss ein Treffer. So. Jo, jo, jo. Dann kommt hier Water rein. Zufällig habe ich gerade Water da. Komm zurück in mein Inventar. Das reicht das aber. Toll, das halt mir jetzt anders. Ich habe gedacht, das hat sich besser verteilt. Da hast du falsch gedacht, Kabin. Das ist Water. Der tut, was er will. So. Gut. Gut, dass das geklärt ist. So. Das sieht aus wie Wasser, ist Wasser. So, hier soll jetzt der Rasen drin. So, und das werde ich jetzt mit den Bohrer tun. Ich nehme diesen Bohrer und bohre die Erde raus. Ja. Das klingt nach dem Plan. Jetzt kommt irgendwie schäbig vor. Nee, das hier, ich kann hier nicht huschen. Das muss richtig gemacht werden. Ich wollte das schnell machen. Ihr habt es gesehen, aber es geht nicht. Ich muss das vernünftig machen. Das geht nicht. Krieg Schuldgefühle. Kommt mir vor, als ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Jetzt putzt du das auf hier. Du bist ein Nappel. Ja, Fehler müssen korrigiert werden. Auch wenn das Blödsinn danach ist. Dann kommt ihm halt eine Doppellage hin. Aber ich mach das ja danach richtig. Das ist ja nur eh mal. Das ist eine Ausnahme. Nämlich Angst, wenn du hier so bauen tust, dass irgendwann das hier alles nachgeben tut, weil da Lücken drin sind und das dann irgendwann mal einkrachen tut. Ja. Das ist mein Problem. Du hast ganz andere Probleme. Die bauen schon wieder. Aber hey, denn ist es so. So. Ach Mensch, bin ich bescheuert. So tief brauche ich da ja nie hin.
Der fährt aber hier bloß wegen den Rand. Gut. Obwohl der cleverer wäre, würde aber mehr Material kosten. Weil wie gesagt, der Rasen, der ist speziell. Er mag keinen angegriffenen Boden. Da neigt er abzusinken. So. Gut. Flup. Du hast schon wieder gefuscht. Ja, die Ecke, das geht. Das ist in Ordnung. So. Gut. Na komm. Ich wusste es. Da ist ein Knochs drin. Und ich habe das Material nicht mit bei, wa? Warte mal kurz. Ich kann noch... In der Zeit, wo er buddelt, noch mal eine Lage Kobbel... ich habe da unten zwei Stück. Ein Cobblestone, das müsste dann irgendwie... ich habe keinen... ich habe keinen repariert. Doch, ich könnte damit reparieren, wa? Geht das damit auch noch? Nee, geht das nicht. Ist mir aber ja, ich werde das jetzt wegbuddeln. Ist mir jetzt eine Latte. Ich renne doch jetzt nie runter. Also das sollte ich trotzdem machen. Wenn ich jetzt jedes Mal sowas austauschen muss, ist das schwierig. So. Hm. Mischen wir mal gucken. Ich glaube, ich brauche das Ding so oder so. Da habe ich mich schon das nächste angeknackst. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich werde mal schnell runtergehen und das holen. Wenn ich das fertig habe. Jo. Ja. Und hier das noch weg. Und diesmal vernünftig. Richtig? Ich meine davon aus, ja. Nee, warte nicht. Ach, ich hasse das mit dem Boden. Das ist kacke. So, warte mal. Dann muss ich das hier so, zack, und dann... Wenn ich mal was vernünftig machen will. Komm. Das Bausystem ist, habe ich schon mal erwähnt, dass es speziell hier ist? Ich mag es, dass man hier so viele machen kann. Aber wie man zu dem System kommt, tut, Ergebnis, ist, nicht ideal. So. Aber dann ist es so. Echt jetzt? Der Block muss weg. So, jetzt. Naja, wir müssen ja so schnell nochmal Wasser holen. Und dann können wir nämlich gleich mal die Nagelpistole holen. Ist ihn wischiwaschi. So, dann kommt da Erde. Und das machen wir jetzt. Noch schnell raus und dann können wir Wasser holen gehen. Und dann auch die Nagelpistole.
Na. So. So, und das meinte ich. Ich habe das ausprobiert mit den Schrägen. Aber wie gesagt, das interessiert nicht, ob er so einen Block machen tut oder einen ganz schmalen Block. Er zählt ja, wie gesagt, trotzdem den Block. Und dann funktioniert das nicht. Mit der Schräge. Also mit der ganz dünnen Dinge zieren. Warte mal, ich zeige euch. Ich wollte mit der Schräge machen. Das geht aber nicht. Ihr könnt ja mal kurz demonstrieren. Wenn ich jetzt hier das hier ransetze, ne? Könnte ich eventuell, habe ich erst gedacht, setzte, wo haben wir sie? Da. Setzte dran, passt das, weißt du, machst du dann hier die nächste Schräge hin. Funktioniert aber nicht. Kannst du nicht hochsetzen und wenn, dann fängt es an zu schweben. Wie kennt ja. Dann habe ich so gedacht, naja, setzt du ihn hier unter und dann Viertel oben hoch und so, ne? Also machst du ihn tiefer und setzt dann nochmal diesen Block hoch. Spielt kein Walzer. Funktioniert trotzdem nicht. Alles probiert, ich wäre hier fast ausgetickt. Es geht einfach nicht. Das finde ich ein wenig schade. Aber ich hatte keine Wahl. So. Gut, dann ist das auch fertig. Dann kann ja. Ach, ist ja schon drin. So, da ist er nämlich schon zu tief. Ich brauche sie jetzt. Ich brauche sie jetzt, die Nagelpistole. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das hier mache mit der Zugbrücke. Ich halte das immer noch für eine gute Idee. Bis ich das gebaut habe. Ich glaube, dann wird mir brech übel. Vor allen Dingen, das kostet ja auch wieder Material. Ach, was soll's. Was soll der Geiz? So, aus. Ach, das geht da so ja nie. Ist doch 7 Days. Da musst du das doch in der Hand nehmen. So. Jojo. So, jetzt schnell die Nagelpistole. Wir könnten ja eigentlich schon mal. Wenn wir gerade hier an der Ecke sind. So ein bisschen für Strom sorgen. Ich tu mal so. Multifunktionell. So. Ich hab das. Oh, Alter, bloß vorsichtig, Alter. So. Ja. Ich glaube, das ist richtig. Genau. Ich werde das andersrum machen. Hä? Genau. Und hänge das jetzt so an. Ich habe schon gedacht, dass ich. Na komm. Tu es. Ich wollte erst hier so eine. Na, ziehe die nächste Sie. So eine Schräge ansetzen, dass das verdeckt ist. Würde funktionieren? Aber auch bloß hier. Oh, nun komm. Echt jetzt? Ich hatte nämlich vorher gehabt, hier und da so einen Block ranzusetzen. Ich tue das mal jetzt trotzdem. Ich werde zwar wieder eben gleich abreißen müssen, aber ich spiele kein Walzer. Und ich wollte dann diese Platten hier ransetzen. Aber erstens, wir wissen, dass er kein Schutz ist. Wo? Sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab das vorhin versucht. Moment mal. Ich hab das letztes Mal versucht. Jetzt hier doch wie immer, oder? Alter, du willst mich doch verarschen, oder? Hm. Gut. Okay. Gut. Nein, nicht abmachen. Ich hasse mein Leben. Gut, dann kann ich das doch anbauen. Aber bringt das was? Die können ja oben gegen spucken.
Oder unten. Okay, dann bringt mir. Ich wollte das als Spuckschutz machen und wir sehen ja, dass du kannst die Blöcke zu stehen haben. Das hat ja eh keinen Schutz. Das ist aber, wie gesagt, das wäre eine gute Idee. Vor allen Dingen, die würden mich ja nicht sehen, denn war von der Seite. Die würden dann. Warte mal, ich werde. Jetzt habe ich das schon. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Mal überlegen, wenn ich das normal machen würde. Ich muss das jetzt machen, sonst vergesse ich das. Oh, echt jetzt? So. Ich würde das jetzt so machen, ne? Dann würde ich hier, ach, die ganze Scheiße normal machen müssen. Oh, Alter, ich krieg eine Krise. Luise. Koschinski. Oh, Alter, endlich. Jetzt ersetzen. So, und ich würde jetzt quasi theoretisch... Alter, und wehe, du funktionierst jetzt nicht mehr. Jetzt so ran. Die würden... Würden die jetzt versuchen, hier hochzuspringen? Ich glaube ja, wa? Hm. Und wie gesagt, die können doch denn da oben gegen spucken. Ich könnte zwar dann ein Stück höher bauen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Hm. Ich muss das mal ausprobieren. Aber nicht jetzt. Ich lasse das erstmal so. Aber ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Das soll quasi ein Rotzschutz sein. Dass wir weniger Schutz. Weniger Schaden nehmen. Und da ist er wieder, der Schluckruf. Es läuft. Ach Mensch. Und da ist schon einer dran. So. Gut. Jetzt muss ich das bloß noch von innen deaktivieren, schnell. Bin noch nie bescheuert, ich lufte da jetzt da nicht hin. Weil der halt befreut. So, aber erstmal Nagelpistole. Das ist nämlich der Grund, warum ich jetzt gerade hier bin. Wenn ich sie finde. Verdammt nochmal, wo ist denn die? Da waren sie wieder, unsere drei Probleme. Ich weiß nicht, wo ich die hingeschmissen habe. Ich habe sie nicht verkauft. Würde ich jetzt erstmal so sagen. Ich habe sie doch nicht verkauft, oder? Ey, lass sie mir jetzt nicht verkauft haben. Es würde mir ähnlich sehen. Also. Also, ich sehe hier keine. Habe ich sie hier im Inventar drin? Erstmal nö. Nee, ich hab die letzte Mal nicht verkauft. Erzähl doch so einen Quatsch, Nikarin. Ach, ist besser das? Scheiß drauf. Ich nehme jetzt erstmal den Hammer. Ist ja der Hammer. Und versuche. Wir haben die letzte Mal nicht verkauft. Ich weigere mich zu glauben, dass ich so einen dummen Fehler machen würde. Jetzt? Wie steht denn jetzt da? Ich habe die nicht verkauft. Auf keinen Fall. Ich habe extra noch die, glaube ich, letztes Mal... Ach, ich Idiot. Hm. Hat 25 Jahre gedauert, aber ist irgendwann angekommen. Ich habe die doch letztes Mal hier oben hingepackt. Ich hält. Mann, Mann. Gut, das ist noch hier am Röden. Mann, gut, da war ja doch was. Ihr hättet euch bestimmt gefreut, aber nee, das ist nicht. So, warte mal, ich tippe euch aus. Ausgezeichnet. Da nicht bescheuert. Kann aber da nie rein, wenn alt unter Strom steht.
Nein, nein. So nicht, Freundchen. So. Also. Piu, piu. Alter. Ich weiß, aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen unwohl. So, das muss jetzt da rüber. So. Und von da. Da. Und von da. Holla, die Waldfee. Das ist echt eine Mordmaschine. Wenn man sie angeschlossen kriegt. Ich werde jetzt mal schnell die Knackse hier, sonst. Ich werde es nicht machen, weil mir fehlt erstmal Material. Das hole ich jetzt mal schnell. Sonst raste ich nämlich hier nochmal aus. Alter, ich muss wieder Beton ansetzen. Hey, mir fällt gerade ein, ich habe ja 1-2 Steine. Kann ich ja gleich mal ausnutzen, wa? Ich tu mal so. Ich muss Platz schaffen, Alter. Das ist ja 10.000, los. Das funktioniert. Aber ich verstehe nicht. Ah, da, er schaltet sofort rum. Runter, meinte ich. Da, ich kann denn immer bloß 1000 machen. Nachdem er das erste Mal die 10.000 gemacht hat. Ich weiß nicht. Das ist schon. Dieser Fehler, der ist doch schon 2000 Jahre alt. Da musst du nämlich schnell sein. Das ist der Gegenteil von schnell. Ich kann. Nochmal. Zack. Ich wollte Donny als Favoriten. So, und nochmal. Ah, es hat trotzdem funktioniert. Gut. Ich weiß nicht, warum der immer wieder zurückswitchen tut. Das ist ganz komisch, ist das da. Jo. Naja, jetzt habe ich ja die Zeit, die ganzen Knackse wegzumachen. Ich glaube, ich habe da ist gerade was draußen rumgelaufen. Glaube ich. So, hier war ein Knacks drin. Das weiß ich. Oh, Alter, meine Nase. So, jetzt gehen wir mal draußen, reparieren die ganze Schose und dann machen wir mit den Rasen weiter. Alter, wir sind heute richtig weit gekommen. Da alle ganz, da ist alle, da ist da Stahl, ja, und da auch Knacks und da Knacks. Ich mache einen Knacks, haha. So, da oben ist ein bisschen was geschädigt. Irgendwann wird uns das Ding auf den Kopf fallen. Und das versuche ich hier gerade mit zu vermeiden. So, da, den da. Sag mal, das ist ja noch nicht umgewandelt. Was ist denn das für ein Fuschkabin? So geht das aber nicht, ne? So. Es sieht doch fast wieder in Ordnung aus, wa? Also, kann man so lassen. Ja, ja, ja. Die sollen sich ja wohlfühlen, wenn sie herkommen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Schon wieder bei Bulli. So, warte mal, ich muss das hier, da. Da war ein Knacks. Knacks. Blödsinn. Muss hoch mal sein. Hey, da war ein Knacks. So. Das ist völliger Blödsinn mit die Blöcke, aber eben halt die gemoddete Blöcke, da kann ich ja erstmal nicht machen. Das ist eben halt so, ne? Da sind sie. Die wollen jetzt wohl was Zeug machen. Flup. Wenn man das vernünftig haben will, muss man eben halt auch vernünftig arbeiten. Genau. Kabin, dann fang mal an. Finde ich überhaupt nicht lustig. Gut. Ich würde mal sagen, das war ja heute eine richtige Baufolge, wa? Wisst ihr was? Weil es so schön war. Wir werden nächste Folge noch ein bisschen. Wir werden das hier noch ein bisschen fertig machen.
Ja, dann werden wir uns ein bisschen um Eisen kümmern und dann machen wir noch eine Tour, wa? Eine Tour, bevor die Horde losziehen tut. Du Big. Wenn wir das hier alle fertig haben, haben wir uns das verdient. Vor allen Dingen, ich habe ja jetzt alle mit bei, das müsste eigentlich jetzt ratzfatz ziehen. Also, Leute, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns ja morgen. Das wird schön. Also, bis dann, euer Karin.